Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Mass Effect. Beim letzten Mal haben wir extrem viele Reiserei unternommen. Moment, ich muss mal kurz hier ein Haar von meinem Kater entfernen, das ja am Mikro hängt. Okay, beim letzten Mal haben wir ja extrem viele Reiserei unternommen hier im Weltraum. Ich habe das ja mal zusammengeschnibbelt. Ein paar Folgen sind es ja dann doch geworden. Eigentlich wollte ich das gar nicht so extrem ausgedehnt machen. Aber letztendlich sind wir dann bei einer Aufnahme gelandet, die 6 Stunden ging. Naja gut, kann mal passieren. Kommt natürlich im Let's Play nicht so extrem lang rüber, weil ich es dann doch zusammengeschnitten habe. Aber war dann doch nicht wenig gewesen. So, bei diesem Mal steht dann wieder ein bisschen mehr Hauptmission im Vordergrund. Deswegen wollen wir gar nicht groß schnacken, sondern gleich loslegen. Wir wollen nach Pheros, genau. Und da sind wir auch schon im richtigen Sonnensystem hier, im Theseus-System. Und da haben wir es auch schon. Das Unternehmen ExoGenny hat auf Pheros eine Pilotlinie gegründet, um die proteanischen Ruinen zu erschließen, die 2/3 der Planetenoberfläche bedecken. Die Atmosphäre ist extrem staubreich und die Fortbewegung zu Lande wird durch die meterhohen Trümmerschichten erschwert. Es gibt Hinweise darauf, dass Pheros früher eine sehr viel kältere Welt war. Pheros hat 2 Monde, Orkan, der Vater, und Vardet. Na gut, wunderbar, Oberflächentemperatur 10 Grad Celsius, das geht ja. Okay, wollen wir mal loslegen. Damit haben wir angelegt. Da das ja ein Hauptmissionsplanet ist, geht es ja mal wieder über die Landungsbrücke. Das hatten wir ja schon auf Noveria so erlebt und auf der Citadel letztendlich auch. Gut, ich weiß gar nicht, ob es mit Joker eigentlich noch mehr zu besprechen gibt in diesem Teil schon oder ob man den erst im zweiten Teil so richtig gut kennenlernt. Ich bin froh, dass Noveria hinter uns liegt. Ich weiß gar nicht, was übler war. Die Kälte oder diese Unternehmen? Man friert sich dort die Eier ab oder kriegt sie gleich als unfreiwillige Organspende abgeschnitten. Bei allem Respekt, Commander. Da hast du irgendwie recht. Gut, mehr gibt's aber nicht. Ich muss gehen. Bis dann. Über seine Vergangenheit und Krankheit haben wir ihn ja schon ausgefragt. So, dann müssen wir mal schauen, mit wem wir jetzt eigentlich losmarschieren. Mal kurz überlegen. Wen könnten wir denn da einpacken? Ich glaube, ich nehme mal Liara mit. Ja, ich glaube, ich nehme mal Liara mit. Und Rex. Komm, wir machen mal ein anderes Team. Sonst habe ich immer Garrus und Tali dabei, wenn ich so auf den normalen Planeten unterwegs bin, damit ich die Kisten öffnen kann. Jetzt nehme ich mal das Biotika-Team mit. Okay, Squad annehmen und los. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Dann schauen wir doch mal, wo wir hier hinkommen, nicht wahr? Erstmal natürlich ein stinknormaler Raumhafen und da erwartet uns auch schon direkt jemand. Wir haben Ihr Schiff gesehen. Faidan möchte sofort mit Ihnen sprechen. Wer ist Faidan? Er ist unser Sprecher. Er braucht Ihre Hilfe bei den Verteidigungsvorbereitungen gegen die Gate. Sie machen einen weiteren Vorstoß. Bitte, gehen Sie nach oben, hinter den Frachter. Achtung! Wow. Da hat sich zu ihm, glaube ich, gerade schon erledigt. Ja, hier gibt's auch Gate, deswegen. Ja, der ist irgendwie. Hat er sich dematerialisiert. Ich weiß auch nicht. Natürlich, hier gibt's Gate zu bekämpfen, deswegen. Habe ich 2900 dafür gekriegt, dass ich den Gate getötet habe. Deswegen wären Tali und Garrus natürlich nicht schlecht gewesen. Ich will aber trotzdem mal Liara mitnehmen, aus einem anderen Grund. Das werden wir später noch sehen. Erfahren. Ich weiß nicht, ob die da wirklich irgendwas bringt, aber ich hoffe darauf, dass es irgendwelche anderen Gesprächsoptionen vielleicht gibt. Deswegen habe ich Liara mit dabei. Ja, und Rex einfach so. Weil ich mir dachte, kann man ja mal machen. Aber wenn wir jetzt erstmal hier uns auf den Kampf konzentrieren, an sich sind die Geth ja nicht das Problem. Oder Geth, wie auch immer. Denn die sind ja einfach zu besiegen. Das ist nicht das Ding. So, und dann stoßen wir mal vor. Tut mir natürlich leid für unser Tankskommando. Ja. So einer schon wieder.
Kennen wir ja schon aus Noveria? Ne, war das Noveria, wo wir den? Nein, den hatten wir irgendwo anders. Ah, warte mal. So, mein Freund. Scheiße, beides nicht verfügbar. Entschuldigung, würde ich natürlich nicht so sagen. Ich wollte natürlich nicht scheiße sagen. Nein. Okay, dann gehe ich erstmal in Deckung, weil er meine Waffe blockiert hat. Ich weiß gar nicht, worauf ich wechseln soll. Die anderen Waffen sind alle etwas ungünstig bei den flinken Wieseln hier. So. Wir könnten mal gerade für den hier... Jetzt hat die Arrow das verschossen, das ist natürlich blöd. Barriere, Schildboost. Nee, es bringt mir beides nichts. Okay, dann machen wir mit der Pistole. Wo ist er denn? Okay. Der hat sich soeben wieder verabschiedet. Dann können wir mal wieder wechseln. Okay, ich brauche einfach das Sturmgewehr, wenn ich gegen die kämpfe, weil die so schnell sind. Da ist es schon besser, eine automatische Waffe zu haben. Gut, also hier ist alles von Gate überrannt, wie es scheint. Wir sind aber erstmal im Hauptlager angekommen. Sie müssen gesichert werden. Aber was ist, wenn dort Gates sind? Hast du etwa Angst? Nein, ich mache es. Ich gehe dann. Aha. Diese Gates sind verdammt gefährlich. Da sagst du was. Für jeden toten Gate einen Credit. Das wär's. Gut aufpassen. Sie werden jeden Moment hier sein. Okay, lassen wir die hier einfach mal stehen. Ich glaube, mit denen hier gibt's auch nichts zu besprechen. Fertig machen. Natürlich. Aber hier vielleicht. Wenn wir nicht verdursten, werden uns die Gate töten. Oder auch nicht. Dann gehen wir einfach mal zu Faidan durch, wenn wir ihn denn irgendwo finden. Wie soll eine Frau denn nachdenken, wenn um sie herum überall Waffen abgefeuert werden? Denn die sind alle ziemlich beschäftigt hier, wie mir scheint. Die Frage ist, wo finden wir denn Faidan? Das hier ist er nicht. Ich befürchte, die Gate werden uns alle töten. Natürlich. Gut, schauen wir doch mal hier drinnen nach, nicht wahr? Die Gate sammeln sich zu einem neuen Angriff. Ich glaube, der war hier hinten irgendwo mit drin, links rum, wenn ich richtig... Ah, nee, rechts wird's angezeigt. Aber hier kommen wir nicht durch. Ach stimmt, der stand draußen. Ja, der stand hier direkt dahinter. Ich schaue nochmal kurz hier drüben nach, denn das Gequatsche kommt von hier. Aber das werden wir gleich noch ergründen, wenn die Lage etwas ruhiger ist. Deswegen gehen wir erstmal zu Faidan und klären die ganze Sache. So, da haben wir auch schon wieder den blockierten Radar. Ich weiß bloß nicht von wo. Sprechen wir halt erstmal. Ach, Commander. Ich bin sehr froh, dass Sie endlich jemanden zur Hilfe geschickt haben. Sie haben sich verspätet, oder? Arcelia. Tut mir leid, Commander. Wir alle sind ein wenig mit den Nerven runter seit... Aufpassen! Es entgeht im Turm! Ne. Wir müssen den Kern der Kolonie verteidigen. Na gut, dann tun wir das. Kann ja nicht das Problem sein gegen die paar Leute. Den Schild haben wir gleich mal weg. So, gehe ich mal direkt hier vorne ran. Das ist vielleicht besser als da von dieser schiefen Deckung aus. So, das ist ja nicht das Problem, hier den Gate wegzuräumen. Jeff, was auch immer. Ich kann mich immer noch nicht entscheiden. Eigentlich bin ich ja eher für Jeff, aber wenn die ja ständig Gate sagen, dann neigt man dazu, das auch zu tun irgendwann. Okay. Wo haben wir sie denn? Ich will nicht sterben. Bitte lasst mich nicht sterben. Ah, von der Blüte, okay. Einmal ins Gesicht. Volle Kanne rein. So, war's denn das dann endlich? Einer ist noch um die Ecke laut Radar. Da kommt dein Schild weg. Können wir eigentlich auch hingehen. Zack. Okay, wir scheinen doch ein bisschen mehr als bloß die in der Nähe der Kolonie platt machen zu müssen. Machen wir einfach mal weiter. Und kehren dann später zu Faidan zurück. Ist schon okay. Das wird schon alles so seine Richtigkeit haben. Commander, ich glaube, wir gehen in die falsche Richtung. Der Turm ist hinter uns. Okay, wenn du das sagst, dann will ich mal auf dich hören. Dann ist das okay, dann gehen wir wieder zurück. Ich glaube, dann reicht das doch, was wir jetzt schon getötet haben. Danke, Liara. Ist auf jeden Fall freundlich von dir. Stimmt, er wird das später aktiviert. Ist auf jeden Fall freundlich, dass die einen darauf hinweisen, wenn man in die falsche Richtung geht. Mit denen geht. Oh Gott. Gut. Ihr steht noch. Ja, er versteckt sich. Ich weiß auch nicht, was die hier tun.
egal. Wir müssen den Kern der Kolonie verteidigen. Hab ich doch. Was soll ich denn noch? Gibt's noch jemanden, den ich hier... Nee. Hä? Wir müssen den Kern der Kolonie verteidigen. Es entgeht im Turm. Wo soll ich denn hin? Sagt's mir doch bitte. Wir sind keine Gegner. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass hier solche... Wo ist eigentlich der Typ hin, der sich hier verschanzt hatte? Dass hier solche Unklarheiten geherrscht haben. Ach, hier! Ach, deshalb! Beim letzten Mal habe ich wahrscheinlich einfach den richtigen Weg genommen. Das könnte natürlich auch sein. Na gut, dann räumen wir hier mal ein bisschen auf. Zumindest ist ja das Kampffeld schon mal ein bisschen ungünstiger als vorher, was es ein klein wenig herausfordernder macht. Man kann aber auch einfach mal hier vorpreschen. Halt, das von hinten bleiben. Und von hier aus gestaltet sich das dann weitaus weniger schwierig, gegen die zu kämpfen. Kommt der dann nicht mehr raus? Doch. Dann räumen wir nämlich erstmal den weg. Der hatte nämlich nicht mehr viel Leben. Erstmal das komische Ding. Was? So. Okay, ich muss mal hier... Okay, der kommt so nah, den sollten wir vielleicht mal zuerst aus dem Verkehr ziehen. Oh, ich bin da bloß noch alleine, stelle ich gerade fest. Ich sollte vielleicht öfter mal auf meine Teamkollegen schauen. Gut, und den einen... Oh ne, es ist nicht bloß einer. Da kommen ja noch einige nach gerade. Ja, Mensch. So, der eine dort hinten, der will aber auch nicht so richtig aus seiner Ecke rauskommen, ne? Ein Verwüster? Nein, so etwas. Bitte mal werfen. Ach, geht gerade nicht. Na gut, dann mache ich mal mit meiner Sabotage los hier. Den holen wir uns auch noch. So, haben wir es dann jetzt. Sauber. Das Gate-Schiff verpisst sich. Jetzt können wir Faidan Bericht erstatten und ein Fahrzeug aus der Normandy entladen. Unser nächstes Missionsziel ist die Gate-Basis. Genau, das kommt dann jetzt gleich. Wir schauen nochmal kurz hier hinten. Das sollte eine Sackgasse sein. Jawohl. Oder? Ah, siehst du mal. Hier haben wir doch noch was, was wir mit einsammeln können. Nehmen wir natürlich alles mit. Dechiffrierung und Fähigkeit zu gering. Okay, ich muss mir mal wieder einen Zettel machen, damit ich dann dran denke, das irgendwann später mal mit abzuholen. Komm her, kleiner Zettel. So, wo habe ich denn meinen Stift? Hier. Ferros Turm. Dechiff. Okay. Nur damit ich weiß, dass ich dann später noch hier vorbeischauen muss, wobei medizinische Station, ich weiß nicht, was es hier geben könnte. Vielleicht irgend so ein Notfall-Interface oder medizinisches Interface, das wäre ganz gut. Wenn das eine höhere Stufe hat zumindest. So, dann wollen wir noch mal schauen, was es hier mit Faidan zu besprechen gibt, was sie hier eigentlich tun so genau und warum sie von Geth angegriffen werden. Sind wir von hier gekommen? Ja, ich glaube. So, der scheint wirklich weg zu sein, der Typ, der hier war. Ich weiß nicht, ob es den getötet hat oder was mit dem passiert ist. Aber ist auch egal letztendlich. Namenloses Gewürm. Der Turm ist gesichert. Danke, Commander. Gut, dass Ihre Kolonie jetzt sicher ist. Danke für Ihre Anteilnahme und Ihren Einsatz gegen die Geth. Wir haben Sie aufgehalten. Aber Sie werden zurückkommen. Sie werden es immer weiter versuchen. Wenn Sie mir bei meiner Mission helfen, kommen hier alle lebend raus. Wir wissen nicht, wonach Sie suchen. Sie landeten und griffen uns an. Das ist alles, was wir wissen. Sie haben Ihr Hauptquartier beim Exogeny-Gebäude bezogen. Dort werden Sie vielleicht Ihre Antworten finden. Wie komme ich dahin? Der Skyway führt direkt zum Exogeny-Gebäude. Sie können es nicht verfehlen. Aber natürlich ist zwischen hier und dort eine ganze Armee Geth im Wege. Ich hatte nicht erwartet, dass es einfach würde. Vielleicht kann ich dann endlich wieder dafür sorgen, dass diese Kolonie funktioniert. Was können Sie mir über die Verteidigungssysteme der Geth erzählen? Ich kenne keine Details, aber ich glaube, dass sie mehr Widerstand als am Kommandoposten aufgebaut haben. Bei Exogeny ist mindestens ein Gate-Schiff gelandet und auf dem Skyway wurden riesige Laufpanzer gesehen. Es wird ein harter Kampf. Was muss für den Wiederaufbau alles getan werden? Die Geth müssen vernichtet werden. Arcelia hat recht. Es sind noch Geth in den Tunneln. Wir haben auch profanere Probleme wie Essen, Wasser und Strom.
Ich bin mir nicht sicher, wo wir bei dieser Angelegenheit stehen. Sie sollten mit den Leuten reden, die Sie beaufsichtigen. Kann ich Ihnen helfen, das Wasserproblem zu lösen? Macca Doyle kümmert sich jetzt um dieses Problem. Wenn Sie ihr helfen möchten, sprechen Sie mit ihr. Was ist denn mit der Stromversorgung der Kolonie los? Mayor Connell arbeitet an unserem Stromproblem. Sie weiß sicher mehr darüber als ich. Sie haben eine Lebensmittelknappheit erwähnt. Devin Reynolds ist damit beauftragt, so schnell wie möglich für Nahrung zu sorgen. Wenn Sie ihm helfen möchten, sprechen Sie mit ihm. Haben Sie irgendwelche Informationen über Geht in den unteren Tunneln? Nichts Neues. Sie sind irgendwo in den Tunneln, als bewachten Sie einen Transmitter zur Koordinierung Ihrer Angriffe. Es ist derzeit keine tödliche Bedrohung, aber ohne diesen Transmitter könnten wir uns besser gegen weitere Angriffe verteidigen. Der weiß aber ziemlich gut Bescheid, warum die da unten sind. Finde ich irgendwie merkwürdig. Lassen Sie uns über Sue's Hope und Pharos im Allgemeinen sprechen. Natürlich, Commander. Funktioniert? Ach so, wahrscheinlich die Kolonie, ob die funktioniert. Erzählen Sie mir von dieser Kolonie. Das Leben hier ist hart und entbehrungsreich, auch ohne diesen Terror. Das Kolonialbüro auf der Erde sagte, dass wir hier sicher wären vor den Weltraumpiraten. Die Geht hatten sie scheinbar nicht einkalkuliert. Aber trotz allem ist dies ein wunderbar friedvoller Ort. Ich habe so etwas nie zuvor erlebt. Wie groß war die ursprüngliche Pharos-Kolonie? In der Hauptkolonie lebten fast 1000 Menschen und etwa 200 in meinem Außenposten. Als die erste Angriffswelle unsere Verteidigung eliminierte, sind wir nach Sue's Hope geflohen. Die Normandy ist nicht besonders groß, aber ich könnte alle ausfliegen. Die Gatefighter sind viel zu gefährlich. Und ich lasse mich hier nicht vertreiben. Dies ist unser Zuhause. Hier gibt es Chancen auf Wachstum, die andere Welten uns niemals bieten können. Okay, Populationszahlen haben wir schon erfragt. Dann bleibt noch die Frage nach Exogeny. Was können Sie mir noch über Exogeny erzählen? Exogeny gründete diese Kolonie. Ohne sie wären wir nicht hier. Kolonisation ist ihr Spezialgebiet. Sie finanzieren die Kolonie und wir arbeiten für sie. Ihr Hauptinteresse gilt dem Bergen von Artefakten und Ressourcen. Aber hier gibt es nichts. Zumindest haben wir nichts gefunden. Ob die Geht vielleicht danach suchen? Vielleicht. Wie gesagt, wir haben hier nichts Wertvolles gefunden. Aber vielleicht wissen die Geht mehr als wir. Wir sprechen uns wieder, wenn ich mehr weiß. Viel Glück, Commander. So, ich musste mal einen kleinen Schluck trinken. Wummelig plus zwei, das ist sehr schön. Wir sprechen erstmal mit den ganzen Leuten, die jetzt auch ein bisschen gesprächiger als vorher sind. Denn es gibt ja einige Probleme in dieser Kolonie, die gelöst werden müssen. Das ist natürlich nur so ein Nebenauftrag, den muss man, glaube ich, nicht abarbeiten. Aber wir wollen ja alles mitnehmen, von daher, wir schauen erstmal hier auf der Krankenstation vorbei, was es mit den beiden auf sich hat. Bitte entschuldigen Sie, aber meiner Frau Kalanta geht es zurzeit nicht so gut. Sie muss sich ausruhen und einfach akzeptieren, was geschehen ist. Was ist Ihre Aufgabe hier in der Kolonie? Ich bin medizinischer Assistent, seitdem die Ärztin tot ist zumindest. Ich gebe mein Bestes seit ihrem Tod. Können Sie mir etwas über diesen Planeten erzählen? Eigentlich auch nur das, was ich vom Kolonialbüro erfahren habe, aber es ist alles etwas anders hier, als Sie gesagt haben. Es ist nicht alles schlecht hier. Wenn diese Geht erst einmal weg sind, können wir etwas viel Größeres aufbauen. Was ist mit Ihrer Frau? Diese ständigen Angriffe haben alle sehr mitgenommen. Aber sie wird sich abfinden, wie wir alle. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nein. Sie braucht nur Ruhe und Zeit. Zeit, alles zu kompensieren. Wir werden es schon schaffen. Erzählen Sie mir bitte von dieser Kolonie. Ich kann Ihnen nicht viel darüber sagen. Am besten sprechen Sie mit Faidan, wenn Sie etwas wissen möchten. Warum können Sie mir nichts sagen? Ich möchte doch nur etwas über die Kolonie wissen. Faidan ist unser Sprecher. Wer könnte Ihnen besser Auskunft geben als er? Ich muss gehen. Bitte tun Sie alles, was Sie können, um die Angriffe aufzuhalten. Hallo, Commander. Schön zu sehen, dass uns der Rest der Galaxie noch nicht vergessen hat. Bitte, ruhe dich aus, meine Liebe. Du darfst noch nicht sprechen. Aber Sie sollten wissen, dass... ich meine, Sie bedeuten viel für uns. Jetzt geht es mir schon besser. Kann man Ihnen irgendwie helfen? Mir geht's gut. Ich muss nur wieder klar denken können. Diese Schmerzen seit dem letzten Angriff... Es geht gleich sicher wieder. Keine Anzeichen einer Verletzung, aber irgendetwas verursacht ihr Schmerz. Sie muss sich ausruhen. Sie braucht nur etwas Ruhe. Tja, es wirkt alles ein bisschen merkwürdig. Sie scheint also irgendwie seelischen Schmerz zu haben.
Was genau damit auf sich hat, werden wir noch herausfinden. Aber erstmal schauen wir, dass wir hier alles wieder auf Vordermann kriegen. Können wir hier irgendwas mitnehmen? Nee. Na gut. Dann sprechen wir erstmal mit den Leuten weiter. Sie haben die letzte Angriffswelle zurückgeschlagen. Ja. Sie werden zurückkommen. Und wenn die Gate uns nicht töten, werden wir verhungern. Was unternehmen Sie, um diese Situation zu lösen? Ich müsste Warenfleischvorräte anlegen, aber das ist zu gefährlich. Der Alpha-Warren ist riesig und eine echte Bestie, vielleicht Tollwut, total außer Kontrolle. Ich kann nichts unternehmen, solange er noch lebt. Ich habe ein Raumschiff. Ich könnte Nachschub von anderen Planeten einfliegen. Sie sollten sich besser auf die Geth konzentrieren. Wenn Sie uns überrennen, brauchen wir keine Nahrung mehr. Erzählen Sie mir von Sue's Hope. Es gibt hier Wachstum, oder gab es. Aber Sie sollten mit Faidan sprechen. Er ist unser Sprecher. Warum soll ich mit Faidan sprechen? Können Sie mir nichts sagen? Ich möchte jetzt nicht darüber sprechen. Sprechen Sie mit Faidan. Erzählen Sie mir von sich. Da gibt es nicht viel. Ich kam mit meiner Frau Greta hierher. Wir wollten Abenteuer und ein neues Leben. Das alles hatten wir uns ganz anders vorgestellt. Aber natürlich wäre alles besser ohne diese Geth. Vor dem Angriff hatten wir uns hier gerade gut eingelebt. Erzählen Sie mir von den Warren. Solange die Geth angreifen, kann man sie nicht jagen. Sie stürzen sich auf alles, was sich bewegt, sogar auf die verdammten Maschinen. Der große Alpha-Warren ist das eigentliche Problem. Er ist eine wilde Bestie, total außer Kontrolle. Ich muss gehen. Bis dann, Commander. Okay, wir haben also gehört, wir müssen Warenfleisch erjagen. Das können wir natürlich tun, das ist nicht weiter das Problem. Wird sich mit so nebenbei erledigen lassen. Damit wäre schon mal die Frage nach dem Lebensmittelproblem geklärt. Wir müssen noch wegen Strom und Wasser schauen. Gute Arbeit mit den Geth. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Ich brauche allerdings immer noch die Energiezellen für den Generator. Würde es helfen, wenn ich Ihnen ein paar Energiezellen von der Normandy bringe? Wir können sicher ein paar erübrigen. Ihr hochmodernes Schiff hat nicht die gleichen Bauteile wie unser alter Generator. Die Zellen sind nicht kompatibel. Wenn ich etwas finde, während ich mich umsehe, werde ich es in Ihre Richtung schicken. Danke, Commander. Ich weiß das zu schätzen. Okay, hier also einfach Energiezellen und jetzt noch wegen dem Wasser. Tut mir leid, aber ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss mich um das Wasserproblem kümmern. Kann ich irgendetwas tun? Das Versorgungsgebäude war eines der ersten, das die Geth übernommen haben. Finden Sie die Steuerung und aktivieren Sie sie. So lange wird die Kolonie kein Wasser haben. Mein Raumschiff ist sofort abflugbereit. Damit könnte ich Wasser einfliegen. Nun, wenn Sie nicht alle paar Tage losfliegen wollen, würde das nicht unser Problem lösen. Wir müssen uns selbst versorgen können. Was können Sie mir über diesen Planeten sagen? Sie sollten nicht mich fragen. Fragen Sie Faidan oder jemanden anderes. Erzählen Sie mir bitte von dieser Kolonie. Wir sind eine kleine Gruppe. Ein Teil der größeren Kolonie. Zumindest bis die Geth angriffen. Sie sollten mit Faidan sprechen. Er trägt die Verantwortung. Er kennt die Kolonie am besten. Erzählen Sie mir von sich. Lieber nicht. Nicht jetzt und nicht hier. Helfen Sie uns oder lassen Sie es. Ansonsten muss ich mich wieder um meine Aufgabe kümmern. Sie wissen doch, wo das Problem mit dem Wasser liegt. Die Kolonie kann sich nicht erlauben, noch mehr von uns zu verlieren. Wir sind einfach zu verwundbar. Trotz der ständigen Angriffe scheinen Sie nur an das Wasser denken zu können. Ich kann an nichts anderes denken. Es ist so viel geschehen. So viele Schmerzen. Wenn ich mich um meine Aufgabe kümmere, fühle ich keine Schmerzen. Eine logische Reaktion. Aber Ihre Schmerzen scheinen fast physischer Natur zu sein. Ich muss gehen. Viel Glück. Wir sehen also, warum ich Lyra mitgenommen habe. Sie kann die Leute hier so ein bisschen mit einschätzen, weil sie halt mit dem Auge des Wissenschaftlers drauf schaut. Wir merken schon, irgendwas ist hier so ein bisschen komisch. Alle verweisen uns auf Faidan, wenn es darum geht, etwas über die Kolonie zu erfahren. Und alle sind konkreten Aufgaben zugeordnet hier. Also hier hat wirklich jeder seine eigene Aufgabe. Und wie sie gerade gesagt hat, wenn man an etwas anderes denkt oder sich nicht seiner Aufgabe widmet, dann erleiden die wirklich Schmerzen. Also irgendwas ist ja echt komisch. Müssen wir es rausfinden, was hier eigentlich los ist. Commander, man forderte mich auf, Ihnen meine Waren anzubieten. Lassen Sie mal sehen, was Sie haben. Natürlich. Ich kann Ihnen sicher ein paar sehr interessante Sachen zeigen. Wir schauen zumindest mal wieder nach Lizenzen. Da haben wir zum Beispiel hier eine. Ansonsten Terminator 8. Oh, die ist ja schweineteuer. Ich meine, gut, wenn ich auf mein Geld gucke, dann ist es egal eigentlich. Wir können mal kurz schauen. Die Terminator 8, 220. Da ist meine jetzige besser. Echt krass. Meine
meine Thunder 4 hat einen besseren Schaden. Das ist ja Wahnsinn. Hat auch Schüsse bis... Ach nee, Quatsch. Nee, doch, ja, doch. Ja, ja. Schüsse bis Hitzelement sind ein kleines bisschen besser. Präzision nicht wirklich. Also die ist nicht allzu besonders, ne? Muss man mal so sagen. Hier die Equalizer 7. Die ist dann... Ja, klar ist die besser als die Equalizer 5. Ich meine, ist ja selbes Modell, bloß eine höhere Einstufung. Und die Stiletto 7... Ja, könnte man natürlich kaufen, die beiden Sachen. Weiß ich nicht. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt, würde ich denken. Lassen wir mal. Belassen wir es bei der Lizenz. Und schauen mal, ob wir noch andere Leute finden, die wir hier ein bisschen ausfragen können. Sie haben wohl das Kommando auf dem Schiff, das gerade gelandet ist. Jawohl. Was wissen Sie über diese Kolonie? Wir sind erst vor kurzem hier angekommen. Sie wirkte zunächst wie eine normale Kolonie. Aber etwas ist anders. Was genau meinen Sie damit? Oh, das ist schwer zu erklären. Es ist, als ob... Nein, ich kann es nicht erklären. Sie sollten mit Faidan sprechen. Er kennt die Kolonie besser als ich. Merkwürdig. Was genau machen Sie denn hier? Ich passe nur auf das Schiff auf. Ich will nicht, dass die Lage sich noch verschlimmert. In diesem Schiff kann man sich jedenfalls verstecken, wenn diese Geht über die Mauern kommen. Und Sie haben das Kommando auf diesem Transportschiff? Eigentlich nicht. Der Captain starb bei den Angriffen der Geht. Ich bin das letzte überlebende Crewmitglied. Dabei hätten wir nicht mal hier sein sollen. Aber der salarianische Kaufmann hatte uns ein Vermögen versprochen. Wenn nur... Aber es hätte wohl schlimmer kommen können. Was ist das Problem mit dem Schiff? Ist es nicht mehr flugfähig? Zu viele Schäden. Ohne diese Geht-Angriffe könnte ich es vielleicht reparieren. Aber wenn die Geht nicht wären, würde ich wohl auch noch etwas hierbleiben. Warum denn eigentlich? Gut, der Rest ist geklärt. Auf Wiedersehen. Viel Glück da draußen. Schon bald werden Sie den Kommandoposten wieder aufgebaut haben. Devin tut, was er kann. Aber unsere Vorräte gehen bald zu Ende. Na gut, wir haben alle Probleme soweit erörtert. Wir wissen jetzt, was fehlt, was wir besorgen müssen. Das heißt, wir können uns eigentlich direkt auf den Weg machen, um die Kolonie wieder ein bisschen flott zu machen und dann zum Exogeny-Gebäude vorwärts zu stoßen. Aber wir können natürlich nochmal mit Arcelia sprechen. Danke für alles, was Sie getan haben, Commander. Aber Ihr Heroismus imponiert mir nicht. Nee. Erzählen Sie mir bitte von sich, Arcelia. Ich arbeite für einen Sicherheitsdienst. Ich sollte die Kids davon abhalten, das Exogeny-Gebäude mit Graffiti vollzuschmieren. Aber dann ging der Terror los. Ich bin nicht dafür ausgebildet. So etwas hier wollte ich nie. Ich will nur, dass es aufhört. Was können Sie mir über die Geht sagen? Haben Sie eine Idee, wonach Sie suchen? Ich kann Ihnen gar nichts dazu sagen. Vielleicht sollten Sie sich mal bei Exogeny erkundigen. Kann es sein, dass Sie mich nicht leiden können? Wie würden Sie sich fühlen, wenn Ihnen alle möglichen Regierungsstellen Hilfe versprechen und Sie dann hängen lassen? Sie hätten eine kleine Flotte schicken sollen. Stattdessen kam nur ein einziges Schiff. Und Sie interessieren nur die Geht. Ja, weil ich auch nicht von irgendjemandem geschickt wurde, um hier aufzuräumen. Da kann ich nichts für. Erzählen Sie mir von Sue's Hope. Ich kann Ihnen nicht viel darüber sagen. Sprechen Sie mit Faidan, wenn Sie mehr darüber wissen wollen. Ach, natürlich, was sonst? Was können Sie mir über Exogeny erzählen? Nicht sehr viel. Ich habe dort als Sicherheitsofficer gearbeitet. Sie waren auf der Suche nach Artefakten und anderen Dingen von Wert. Das ist Ihr Geschäft. Sie haben die Kolonie gegründet. Dafür sollten wir Ihnen helfen, irgendwelche Schätze auszugraben. Es ist nicht so aufregend, wie Sie es darstellen. Auf Wiedersehen. Commander? So, dann wollen wir noch mal kurz mit Faidan ansprechen. Vielleicht gibt es da ja noch irgendwas Neues oder vielleicht können wir ihn ja mal damit konfrontieren, warum alle uns auf ihn verweisen. Commander, was kann ich für Sie tun? Einige Kolonisten benehmen sich eher seltsam. Wir sind wie eine Familie, Commander. Fast alle haben jemanden verloren. Wir sind keine Soldaten. Wir fürchten uns vor den Schrecken des Krieges. Dies ist unser Zuhause. Wir mussten mit ansehen, wie die Geht fast alles zerstört haben. Haben Sie Nachsicht mit uns? Naja, ob das wirklich der Grund ist, ich weiß ja nicht. Den Rest haben wir schon alles besprochen. Wir sprechen uns wieder, wenn ich mehr weiß. Viel Glück, Commander.